So, Pre-Main Event. Monster gegen Monster. Das erste große Monster, was zum Ring kommt, ist The Big Show. War ja mal Intercontinental Champion bei Raw. Hat ihn dann ja an Neville verloren. Gut, Neville musste ja seine Karriere beenden, als er den Titel an Rob Van Dam verloren hat. Vielleicht kehrt er irgendwann zurück. Man weiß es nicht. Big Show ist ja dann nach Nitro gegangen. Aufgrund von wenig Einsätzen und dass er unzufrieden war. Und sein Gegner am heutigen Abend. Das Monster Among Men. Braun Strowman. Ja, der birgt sich erstmal schön aus. Ja, und Big Show, der schleicht da so um den Ring herum. Strowman geht jetzt in den Ring. Ja, da wollte Strowman gerade noch einmal seinen Brüller anbringen, wird aber von Big Show attackiert. Aber Strowman, der zeigt jetzt seine ganze Kraft, hebt Big Show einfach so vom Boden hoch. Wenn Big Show sich damit jetzt mal nicht... Oh, was für ein Handkantenschlag. Meine Herren. Ja, Big Show hat es zumindest probiert. Und ein Nerfhold jetzt von Braun Strowman. Ja, das geht auf die Nerven hin. Und Strowman latscht einfach über Big Show rüber. Jetzt weiß Big Show mal, wie sich seine Gegner mal fühlen. Oh, Strowman probiert es da mal mit dem Cover. Ja, nur One Count Kickout schon bei 1. Ja, den Shoulder-Block-Kampf. Oh, diese Kraft von Braun Strowman. Meine Güte. Und jetzt gibt's wieder die Waschmaschine. Und das lief jetzt für Big Show semi-optimal. Und ja, Strowman raus, Strowman rein. Und Strowman, der packt ihm da einfach an der Kehle und ein ganz harter Punch. Und der Final Cut einfach mal so hinterher. Als wäre es nichts. Und was sehen wir jetzt? Eine Powerbomb. Ja, aber nach hinten abgelegt, hat er wohl wahrscheinlich ein bisschen Übergewicht bekommen. Also Gewicht nach hinten. Was macht Big Show jetzt? Zieht ihn einfach mal in die Ringmitte. Und der Knockout-Punch.
Aber hat er auch einen Strowman damit ausgenockt? Nein, da kommt Strowman ans Seil. Also ich muss sagen, für beide läuft das Match ja mehr oder weniger halb gut. Momentan bin ich schon sehr, sehr in der Vorwärtsaktion. Also Strowman am Anfang besser. Hat jetzt so ein bisschen das Nachsehen. Da werden so ein bisschen die Punches ausgeteilt. Hier ist ein Shoulder Tackle. Und nochmal ein Final Cut. Ja, mit diesem langen Bein. Und was? Ja, wir sehen gar nicht. Wir sehen den Whip-In. Und Big Show nach draußen. Der Ref ist bei 1. Strowman feiert sich. Er geht jetzt hinterher. Big Show versucht, da wegzukriechen. Da geht's gegen den Ringpfosten. Allerdings von außen, was noch mal ein bisschen mehr wehtut. Und jetzt schleudert er hier Strowman einfach mal überall gegen. Oh, Big Show regt sich noch ein bisschen auf. Ja, jetzt gab es den Reversal. Das Clinch von beiden. Und Strowman ist draußen. Und es gibt noch einen Final Cut. Draußen. Kann man mal machen. Ja, der Ref ist schon wieder bei 4. Ah, Big Show geht wieder raus und rollt sich wieder rein, will wahrscheinlich das Match auch im Ring beenden. Und was für ein Big Boot. Und was hat jetzt Big Show vor? Er setzt Braun Strowman aufs oberste Seil. Jetzt hebt er ihn an. Kann ihn noch stemmen? Er stemmt ihn und wirft ihn nach vorne ab. Und noch ein Knockout-Punch. Jetzt nochmal schön in der Wiederholung. Schawems ging das. Genau an die Schläfe. Und jetzt soll noch der Showstopper kommen. Nein, Strowman arbeitet dagegen. Und jetzt nimmt er ihn zum Powerslam. Rob Break zu nah an den Ringseil. Das hat sich Strowman, glaube ich, anders vorgestellt. Oh, auf den Nacken. Ich glaube, Strowman ist ein wenig wütend. Geht jetzt wie ein Irrer auf Big Show ein. Das tut weh. Und jetzt geht's in die Ringecke.
Oh, harter Schlag. Und da wirft er ihn einfach nach vorne weg. Und jetzt hat er ihn im Bärhack und... Big Show verliert das Bewusstsein. Und Braun Strowman gewinnt das Monster gegen Monster Mensch. Ich glaube, das hat sich Big Show auch anders vorgestellt. Hier sehen wir noch mal ein paar Highlights und danach kommen wir endlich zum lang ersehnten Main Event. Gegen wen wird Batista seinen Titel verteidigen? Hier nochmal Final Cut draußen. Aber Big Show hätte wahrscheinlich nach dem zweiten, genau nach diesem Knockout Punch direkt das Cover anbringen sollen. Anstatt erst noch den Showstopper zu bringen. Und wir kommen zum Main Event of the Evening.